Moin Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr dieses schöne Fritz Digital Thermostat Köpfli an ein Danfoss-System bekommen könnt. Es gibt Unterschiede zwischen den Danfoss-Systemen und zum Beispiel den Heitmeier. Das seht ihr vor allen Dingen daran, ob dort eine Überwurfmulli einfach nur ist. Ne? So sieht das dann bei Heitmeier und Co. aus. Das ist, glaube ich, Größe K dann. Da muss man einfach nur abdrehen, aufdrehen, fertig. Nur da achtet ihr darauf, dass ihr bei 5 euren Thermostat einstellt. Dann könnt ihr es meistens sogar mit der Hand abdrehen. Und dann montiert ihr das einfach drauf. Habe ich schon ein extra Video von gemacht. Heute wird es ein bisschen schwieriger. Heute gehen wir an ein Danfoss-System. Danfoss ist ein anderer Hersteller, aber auch ein Markenhersteller, ein sehr guter Hersteller aus Dänemark. Der macht auch ganz viel Stuff hier für unsere Heizung. In dem Fritz-Freund Programm gibt es so ein Adapterstück und das ist genau für unsere Danfoss-Systeme dafür da, um das nämlich damit kompatibel zu bringen. Erstmal, das Danfoss-System ist nämlich so konzipiert, dass wir überhaupt kein Werkzeug brauchen. Bei dem anderen braucht man eventuell ein Werkzeug und zwar eine Wasserpumpenzange, meistens aber auch nicht. Nur hier brauchen wir gar nichts, nur unsere Handys. Na, Hände, nicht die Handys, die Smartphones. Hier gehen wir wie folgt vor. Wir drehen erstmal unser Ventil auf 5, weil es einfacher ist zur Demontage. Das macht ihr beim Heitmeier auch so. Und dann habt ihr hier eine Möglichkeit, dran zu drehen. Seht ihr das? Ja, das kann ich drehen. Und das drehe ich jetzt so weit, bis ich das besagte Danfoss-Ventil abziehen kann. Denn dahinter befindet sich nämlich das oder der Bolzen, um den es sich handelt, den wir benötigen, um dann eine Steuerung des Systems ballern zu können. So, Danfoss ist weg. Jetzt haben wir hier das Danfoss-Ventil. Und hier ist dieser Bolzen. Der Bolzen ist dafür da, um ihn reingedrückt zu werden. Dadurch wird das Ventil geschlossen. Wenn ich etwas rausnehme, sprich jetzt den Thermostatkopf entfernt habe, dann ist das Ventil auf. Und es sollte jederzeit oder sollte warm werden jetzt. Das Wasser sollte zirkulieren. Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr hier bei den Danfoss-Systemen ein bisschen reinballern. Das heißt, ihr dieses Teil seht ihr, ist flexibel. Das kann man drehen, rechts und links. Ne? Bisschen nach rechts, bisschen nach links. Danach einrasten wieder. Und da sind Zahlen dran. 1 bis 9 meine ich. Oder ein N gibt es auch noch. Das heißt, Neutralstellung wäre ganz auf. Das heißt, ihr könnt das Ventil so einstellen, wie es sein soll. Um aber die Vorspannung ein bisschen zu erhöhen, wenn ihr zum Beispiel näher seid am an der Heizung, wenn es euch einfach zu schnell ballert, dann könnt ihr hier auch auf 1, 2, 3, 4 runtergehen. So habt ihr es ein bisschen dann flacher eingestellt. Aber jetzt zurück zur Installation. Ja, wir schweifen hier voll ab. Dieses Teil hier ist nämlich das Danfoss Adapterhähnchen. Auf der einen Seite haben wir das Danfoss System, nämlich was wir anpeilen können. Das ist einfach nur eine Öffnung und dort sind ein paar Auskerbungen, zwei Stück an der Zahl. Und wenn wir das Ventil uns angucken, haben wir diese auch auf dieser Seite und auch da weiter unten gibt es auch noch eins. Da gibt es nämlich 4 Auskerbungen, wir brauchen aber nur 2. Und auf der anderen Seite von dem Adapter haben wir das normale Gewinde, ich glaube es war ein 50er Gewinde, was wir hier dann hereinschrauben können. Okay, das heißt, wir wollen jetzt unseren neuen Fritz Thermostatkopf kompatibel zu unserem Danfoss-System bringen. Ganz wichtig ist es, dass wir das Ding nicht immer auf den Boden schmeißen, so wie ich das gerade gemacht habe, sondern dass wir die Muddy, die dabei ist, noch nicht installiert haben, damit wir hier eine Flexibilität noch haben. Seht ihr das? Ich kann das noch flexibel verstellen. Jetzt gehen wir mit der flachen Seite Richtung Ventil. So, und jetzt können wir das ausrichten. Wir merken das. Hier, ja, da geht gar nichts. Wenn ich ein bisschen nach links fahre, dann merkst du schon, dass du ein bisschen reinklickst. Jetzt können wir das aber so hinstellen, wie es uns gefällt, wie es uns nicht so nervt. So, wir machen das mal so, so kann ich es am besten dokumentieren. Jetzt biege ich ein bisschen das Überwürfli auf und drücke das, bis es hier hinten mit dem Ventilkopf abschließt, herein. Ganz wichtig. Ansonsten ist der Abstand nämlich hier unterschiedlich. Und nun brauchen wir ein Werkzeug, ein Schraubendreher. Ne? Damit drehen wir jetzt gleich die Schraube fest. Um dann aber auch eine Presswirkung hinzukriegen, brauchen wir noch The Muddy. The Muddy wird einfach auf der anderen Seite rangehalten und wir drehen jetzt diese Verbindung hier so lange fest, bis sie uns fest sein sollte. Jetzt, das ist Kunststoff, das heißt, wir werden jetzt nicht so monströs festballern wie bei Metall. Das heißt, ein bisschen aufpassen,
aber schon festziehen. Es sollte aber nicht klack machen. So, und jetzt ziehen wir mal kurz dran. Ein bisschen geht noch. So, jetzt ziehen wir mal dran. Guck, ist fest. Wenn wir also hier einen Abschluss haben, eine gerade Kante haben und das System ist fest, können wir zur Vorbereitung unseres Freundes hier kommen. Der hat sich jetzt natürlich jetzt hier Gerät mit vorbereitet gemacht. Lass uns den nochmal neu starten. Denn der ist ja jetzt schon mit unserer Fritz-Box selber konnektivisiert. Das heißt, der möchte jetzt gerne installiert werden. Und das werden wir jetzt auch tun. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ganz kurz neu gestartet. Geräte wird vorbereitet. Dann können wir es nämlich jetzt aufballern. Das heißt, wir werden es jetzt hier dran drehen, hier dran montieren und das einfach mit der Hand. Das reicht voll und ganz. Wir setzen also die Überwurfmodi jetzt an, bis sie hier schön sich reindreht und zwar gerade. Darauf müsst ihr achten. Und dann drehen wir es so fest, bis es einfach nicht mehr weitergeht. So. Das sollte genügen. So, wenn ihr das natürlich noch fester machen wollt, dann nehmt ihr noch eine Wasserpumpzange und dreht hier ein bisschen fester. So, das heißt nun, gucken wir mal hier. Montage, okay, lange drücken. Das heißt, das haben wir jetzt getan. Ich habe gerade auf Menü gedrückt, um es zu resetten. Jetzt haben wir okay. Und nun wird das Gerät angepasst. Das heißt, der Bolzen fährt raus, checkt, wie tief er es eindrücken kann, kommt wieder raus. Und kann ab dann seinen Job erledigen an dem Danfoss-Ventil. Ihr Gerät ist erfolgreich installiert und nun haben wir hier die Solltemperatur 23 Grad. Die können wir jetzt manuell verändern, wie ihr seht, in 0,5er Schritten, höher oder tiefer. Wir können auch hingehen und manuell das momentane Öffnungsgedrisse, sprich wenn wir eine Tür öffnen, ein Fenster öffnen, geht das automatisch, klar, aber auch manuell, das können wir hier auslösen. Wenn wir das hier benutzen, dann können wir auch noch die Zeit auswählen, wie lange dort jetzt das Ventil komplett zugemacht werden soll. So kann man das dann nämlich sehen und auch gucken. Ne? Fenster auf ist aktiv bis 17.30 Uhr. Wir sehen hier unten rechts, dass wir eine WLAN-Verbindung haben zu unserer Fritzbox. Dann sehen wir hier oben auch den Verlauf, wie gerade die Heizkurve sein sollte, was dann hier auf und zugemacht wird und so weiter und so fort. Also ihr seht, ihr könnt auch ganz normal Booster einstellen, damit es schneller warm wird. Wir können also auch manuell hier eingreifen und hier den Job erledigen. Ne? So einfach kriegt ihr also diese Fritz-Freundin hier auch an ein Danfoss-System dran und danach könnt ihr es natürlich auch von der Ferne steuern über eine App-Steuerung. Sehr interessant. Dann sage ich erstmal hier, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So.